Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei Maishish. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal. Es geht mal wieder um den Fumari und ich glaube sogar um den beliebtesten Fumari. Und zwar um den, wie er hier in Deutschland heißt, Fumari Maison Bleu. Ja, Fumari typisch bekommt ihr das Ganze hier in dieser Pappschachtel geliefert. 200 Gramm kosten euch hier wie immer 22,90 Euro. Warum der hohe Preis? Naja, Fumari wird halt direkt aus den USA importiert und eingeführt. Deswegen kostet das einfach ein bisschen mehr. So, Maison Bleu soll sein Blaubeermuffin, also ja, Blaubeermuffin bzw. einfach Blaubeermuffin. Maison Bleu ist wie gesagt die deutsche Bezeichnung, da ja keine Früchte und keine Lebensmittel im Tabaknamen verwendet werden dürfen. Der originale Name sozusagen ist Blueberry Muffin. Wenn ihr das, die Pappverpackung hier aufmacht, seht ihr dann auch noch hier diese zwei Zipperbeutel. Ihr braucht den Tabak übrigens nicht umpacken. Ja, und da steht dann hier auch noch mal drauf Blueberry Muffin, also in richtig quasi. Ja, die Zipperbeutel haben einen ganz, ganz wichtige Funktion. Und zwar basiert Fumari auf Zucker, also es ist eine Zuckerbasistabak. Und bevor ihr euren Kopf baut, rührt ihr ja normalerweise euren Tabak um. Aber hier bei Fumari ist es so, dass ihr diesen Tabak halt hier in den Beuteln schön kneten sollt. Daher die Zipperbeutel eine gute Variante, ist auch wirklich dicht. Ich kann da absolut nichts gegen sagen. Wie gesagt, ihr habt hier zwei drin. Hier, der hier ist bei mir fast leer. Und hier ist der zweite 100 Gramm Beutel. Ja, so habt ihr halt zweimal relativ frischen Tabak. Ja, das Ganze soll Blaubeermuffin sein, habe ich ja schon gesagt. Ich lege das hier mal weg. Und dann würde ich sagen, wir riechen am Blueberry Muffin oder beziehungsweise am Maison Bleu. Also auf jeden Fall habt ihr eine super fruchtig frische Blaubeernote. Mit frische Blaubeernote meine ich nicht, dass da eine Kühle dabei ist, sondern die Blaubeere riecht halt einfach frisch. Also man kann das schwer beschreiben. Sie riecht super, super fruchtig. Mega, mega lecker. Die Muffinnote, muss ich sagen, also eine kuchige Note oder so, rieche ich hier überhaupt nicht raus. Also Muffin fehlt mir da im Geruch so ein bisschen. Ja. Nee, da rieche ich nichts Kuchiges, Cremiges, wie auch immer, raus. Schnell und Feuchtigkeit blende ich euch jetzt hier an der Stelle wieder ein Bild ein. Das Ganze ist wie bei Fumari immer schön fein geschnitten. Gut feucht, aber keine überschüssige Molasse. Der Tabak ist ein bisschen dunkler als unser normaler Tabak. Liegt daran, dass der nicht so oft gewaschen wurde und dementsprechend ein ganz kleines bisschen mehr Nikotin hat als Tabak, den ihr jetzt hier in Deutschland zu kaufen bekommt, normalen Virginia Tabak. Der ist ja so richtig Gold, der hier ist mehr so braun. Aber keine Sorge, der ist absolut nicht stark. So, dann würde ich sagen, ich blende euch jetzt hier den Kopfbau ein, heute gebaut im ATH Arena auf Vollkontakt. Locker fluffig gebaut, das Ganze mit Callout Lotus 1 Plus, zwei Kohlen und einer auf Kipp, ja, auf Vollkontakt. Ich höre, das Ding ist schon ordentlich am Kochen. Wir rauchen heute in der Ocean Caive und ich würde sagen, wir nehmen einen Zug vom Fumari Blueberry Muffin / Maison Bleu. So, ich merke, mein Durchzug ist nicht optimal. Vollkontaktproblem halt, dann macht ihr folgendes. Ihr nehmt eure Kohlenzange, hebt den Callout ein Stück an, dreht es und setzt das Ganze einfach ab. Und dann zieht er nochmal. Und wie ihr hört, der Durchzug ist direkt da. Rauchentwicklung brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Durchzug und ja, da ich jetzt hier in der Küche aufnehme mit nicht so guter Ausleuchtung, sieht es nicht krass aus. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Ganze raucht vollkommen in Ordnung. Geschmacklich, das Ganze
absolut blaubeerlastig. Es ist keine künstliche Blaubeere, es ist eine sehr natürliche Blaubeere, die wie im Geruch sehr, sehr fruchtig schmeckt und ja, einfach frisch, wie eine frische Blaubeere, wenn ihr die pflückt. Genauso schmeckt der Tabak. Also die Blaubeernote im Tabak kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Von der Muffinnote schmecke ich hier allerdings absolut überhaupt nichts. Also für mich ist es ein reiner Blaubeertabak. Mir fehlt da so ein bisschen diese kuchig-teigige Note, wie ich das jetzt eigentlich von der Beschreibung Blueberry Muffin erwarte. Weil wenn ich Blueberry Muffin Tabak kaufe, erwarte ich halt einfach eine Blaubeer-Muffin-Note, also eine kuchige, teigige Note dabei. Und die fehlt meiner Meinung nach hier komplett. Also es ist für mich ein reiner Blaubeertabak. Ich habe hier keine kuchige Note. Ihr könnt ja auch gerne mal, wer den Tabak schon geraucht hat, eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen, ob ich jetzt hier einfach eine schlechte Charge erwischt habe oder ob der immer nur rein nach Blaubeere schmeckt. Soll absolut keine Kritik sein, ja. Also von der Blaubeere macht der Tabak absolut alles richtig. Die ist super lecker. Und für mich, ja, mit dem Darkside Cosmo Flower die beste Blaubeere, die ich in einem Tabak bis jetzt hatte. Und das macht den Tabak sehr einzigartig, weil Blaubeere schmeckt immer so ein bisschen künstlich. Ich denke da immer gerne an den Almasiva Blaulicht. Da war ja auch eine Blaubeernote drin, die war mir allerdings zu künstlich. Und im Chaos Baby Noah zum Beispiel ist die Blaubeernote, ist ja auch eine Blaubeernote drin. Da ist die auch künstlich gehalten. Hier auf jeden Fall natürlich gehalten. Also von daher ein super leckerer Blaubeertabak. Wo mir allerdings diese kuchige Note, die ich bei Blueberry Muffin halt einfach erwarte, die fehlt hier so ein bisschen. Aber in Sachen Blaubeere macht er auf jeden Fall alles richtig. Hitzeverträglichkeit kann ich auf jeden Fall absolut nicht meckern. Ihr könnt das ganze Ding mit 3 Kohlen durchrauchen. Ihr müsst da keine runternehmen oder so. Es drückt nicht. Es kratzt nicht. Der Tabak kann Hitze sehr gut ab. Sieht man ja auch daran, dass ich den hier auf einem Vollkontakt-Setup gebaut habe und der einfach Bombe läuft. Und wenn der keine Hitze vertragen würde, dann würde der spätestens in einem Vollkontakt-Setup mit 3 Kohlen einknicken. Das macht er aber auf jeden Fall nicht. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Blaubeertabak, nach einer authentischen, leicht süßlichen Blaubeere, oder was heißt leicht süßlichen, doch süßlichen Blaubeere, dann der Blueberry Muffin auf jeden Fall die richtige Wahl, da es auch ein relativ leichter Tabak ist, also ich finde ihn auch absolut nicht stark oder so, ist ja auch kein Dark Blend. Der Tabak ist halt einfach ein bisschen dunkler als andere Virginia-Sorten. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.